Ja, mach ich. Gute Idee. Ja, das geht aber doch gar nicht bei Herzloch. Nein. Okay. Also, dann wäre Hildesheim ein. Ja. Also das könnte man machen, klar. Achso. Okay, also du sagst, dass es ganz los geht. Wir hatten gar keinen feierlichen Teammoment. Hm? Aber es ist ja auch Corona, da darf man sich ja nicht umarmen. Ja, und saufen will man hier oben irgendwie auch nicht so richtig. Da hinten brennt irgendwas. Nee. Schon wieder? Ach nee, nicht jetzt. Nicht in Ladenburg hat es diese Woche doch irgendwie gebrannt. Wo brennt es denn? Nee, das ist ein Schornstein. Ja. Ich glaube schon, ja. In Hamburg. Und dann ungefähr. Das ist doch ein Laden, wo du bist. Ja, ja, das war krass. Ich bin da dran vorbeigefahren, als es richtig heftig. Oh, uncool. Ja, seitdem habe ich Kopfschmerzen. Wann war das denn? Montag oder? Montag, glaube ich. Dienstag. Ich habe deswegen Kopfschmerzen. Das hatte auch schon mal vor dir. Okay, Leute, sind alle bereit? Ja. Mhm. Gibt es eigentlich mal das Go oder ist hier wieder Raum? Ah, ja. Jetzt geht's los? Ja. Sind da Menschen jetzt? Man weiß es nicht. Hallo. Das ist das Internet. Das ist das Internet. Das vielleicht auch leere Internet. Wir wissen es nicht. Wir stellen uns vor, es sind Menschen da. Ein Schneesturm stottert in meinem Dunkelkopf. Gläserne Kälte bricht das Ich, das trauert mikroskopisch genau. Und die Jahre fallen wie Schnee. Jahre fallen, doch ich will noch nicht gehen und die Tränen wollen nicht laufen, die liegen nur so rum. Tief unten in meinem Herzloch. In meinem Herz, Herzloch. Die Augen weit geschlossen, navigier durch triefendes Schwarz. Das Ich bleibt dichtes Dickicht, die Einsicht unsichtbar. Gebetsmühlen schwindeln, bis mir weiß vor Augen wird. Und drin dröhnt dumpf das Denken und die Kälte draußen klirrt. Und die Jahre fallen wie Schnee. Fallen. Die Jahre
Atem. In meinem Vielen Dank. Wir haben hier einen Zuschauer, den wir sehen. Sind denn ein paar Leute da drin? Ich habe jemanden, das 19 Personen, das ist ja ein Traum, so viele hatten wir noch nie. Herzlich willkommen zu diesem sehr merkwürdigen Gefühl. Das ist Kirchenhochtief, dieses Startup heißt Kirchenhochtief und wir stehen hier das erste Mal auf einem Dach, das ist unser Rooftop-Konzert. Wir stehen hier auf dem gleichen Dach wie die Beatles und auch wir spielen unser letztes Konzert. Zwei haben uns schon verlassen. Normalerweise sind wir fünf, haben noch einen Schlagzeuger und einen Gitarrist und Geiger dabei, aber die sind jetzt dann wohl schon raus und wir spielen jetzt eine abgespeckte Version. Das war natürlich ein Spaß, wir fangen ja gerade erst an mit Kirchenhochtief, unser Aufstieg beginnt. Ja, den Umständen entsprechend machen wir halt ein, wie so viele andere auch, ein systemirrelevantes Streaming-Konzert mit akustischen Instrumenten auf einem Dach mit einer halb funktionierenden Orgel, einem viertelfunktionierenden Orgelspieler und einer komplett dysfunktionalen Kontrabassistin und mir. Der nächste Song, der eben hieß Herzloch in einer Unplugged-Version sozusagen, der nächste Song heißt Frau Trümmer und ist ein Liebeslied für dysfunktionale Beziehungen. Hier kommt Frau Trümmer. Frau Trümmer und sie hat ne Liebelei mit der Dunkelheit. Das ist Frau Trümmer und sie wahrt immer den schönen Schein. Und jetzt schmeißt sie bittere Pillen und dreht sie mir im Munde rum. Sie sagt Cyankali, Baby. Gehören zusammen, weil die Tragödien der anderen immer so gewöhnlich sind und das Scheitern sich so reizend gibt, bin ich so verliebt. Ich bin so verliebt. Das ist Frau Trümmer. Und sie lädt mich ein auf ne Kreuzfahrt mit der Borderline. Frau Trümmer schmeißt mit Steinen. Frau Trümmer's got a gun. Sie hat sich Lilien auf die Lippen genäht und durch die Blume sagt sie dann, dass sie sich bald am seidenen Faden erhängt und ich sie nie verlassen kann, weil die Tragödien der anderen immer so gewöhnlich sind und das Scheitern sich so reizen gibt, bin ich so verliebt. Ich bin so verliebt. Oh, wir haben wirklich Publikum. Da unten. Es ist extrem gefährlich hier oben. Hier ist kein Gitter.
wie wir es gewohnt sind normalerweise bei unseren Auftritten. Lieber Tim, ich höre, du guckst zu. Ich freue mich sehr. Tim, mein lieber Freund. Der nächste Song. Ne, einer ist für dich heute, Tim. Der nächste Song, den habe ich geschrieben, nachdem ich Knast in Südafrika war. Und der heißt Angesicht und ist eine Ode an den Rausch. Rauschen gefolgt, hab die Wellen verehrt, weil der Rausch so süß das jetzt verklärt. Hab den nächtlichen Himmel so verbissen geliebt, die Nacht wie ich ein Tagedieb. Bin schon eine Weile unterwegs, schwanken zwischen zu spät und Pubertät und bin beinahe K.O. Aber immer noch okay. Der Streifen ist nicht abgedreht. Auf bodenloser Reise, bis der Morgen sich erbricht. Auf mich von Angesicht zu Angesicht. Fenstern gefolgt, hab den Asphalt ausgerollt, mit den Sternen getanzt in den Untergängen der Stadt und ich hab mein Wort gebrochen, damit jeder was davon hat. Und ich dümpel durchs Dunkel, bin so voll wie der Mond und ich suche zu finden, ob jedem faulen Zauber auch ein Anfang innewohnt. Bin beinahe K.O., aber immer noch okay. Der Streifen ist nicht abgedreht. Auf bodenloser Reise, bis der Morgen sich erbricht. Auf mich. Signale am Ereignishorizont und dann vielleicht der letzte Wille. Einen hab ich noch. Yeah, vielen, vielen Dank zu Hause an den Bildschirmen. Ja, wir spielen direkt einen weiteren Song, mein Lieblingssong, denn er ist nicht von uns. Er ist von meiner Lieblingsband. Er ist von der Band, wunderbaren Band Lampe, hier aus Mannheim, quasi Nachbarn, Partnerverein, Fanfreundschaften sind erwünscht. Und dieser Song heißt Interstellarer Raum und ist von der hervorragenden, wundervollen, wunderschönen, pferdeschwänzigen Band
Lampe. Weg vom Fenster, dann dachte ich, ich leb hinterm Mond. Erst dachte ich, ich wär weg vom Fenster, dann dachte ich leb hinterm Mond. Aber jetzt bin ich im interstellaren Raum. Bin ich im interstellaren Raum. Ah, Mensch, Tillmann, du bist ja da. Wo kommst du denn her? Das ist ja eine Überraschung, aber. Das ist Tillmann von Lampe, der ganz zufällig hier vorbeigekommen ist. Der wohnt ums Eck. Hast du uns gehört, Tillmann? Dankeschön! Hallo Internet. Hallo. Hallo seelenloses, leeres Internet. Ich muss das kurz richtig stellen noch, David. Das ist kein Pferdeschwanz. Entschuldigung. Das ist ein Rattenschwanz. Ein Rattenschwanz. Red Tail. Das ist jetzt wieder der neue Trend. Das kommt jetzt wieder. Hör mal, Tillmann, du bist doch. Das finde ich, das tut mir wirklich leid. Ich hab auch total verkackt den Anfang. Mach nichts. Mach ich auch immer so. Ich wollte gerade sagen, da ist gar kein. Das gehört so. Ja. Wir haben dem Tillmann eigentlich auch ein paar Erdbeeren besorgt, weil der Tillmann lebt vom Erdbeerenpflücken. Tillmann, wie war dein Tag? Ja, heute hatte ich tatsächlich frei. Also ich pflücke jetzt immer Erdbeeren von Montag bis Mittwoch tatsächlich. Und ich habe auch jetzt heute mein Erdbeerenhemd an. Ja, das sieht auch gut aus. Und da soll man nicht sagen, dass wir CEOs uns nicht auch um die ganz da unten auch kümmern. Ja, das ist sehr nett. Also jeder hat bekommt hier eine Stimme. Tillmann Klaas von Lampe, wir sind fucking geehrt mit diesem Geerdbeert. Vielleicht spiele ich gleich bei dem nächsten Song, vielleicht spiele ich den ein oder anderen Ton zur Gitarre. Ja, hervorragend. Aber vielleicht noch nicht. Mal gucken, wie es kommt. Wir sind ja eine Jazzband.
Der nächste Song ist wieder nicht so schön. der heißt It und geht über Identitäten, ist auf unserem eigentlich wirklich verdammt lauten Album mit voller Band. Also das, ich muss das vielleicht nochmal sagen, dieses Startup hier, diese Band heißt Kirchner Hochtief und ist eigentlich eine fünf-Mann umfassendes Krachensemble. Hoffentlich mit auch ein paar schönen Melodien und Texten. Aber das ist hier natürlich eine Spezialsituation, dass wir jetzt hier so unplugged spielen. Aber macht Spaß, oder? So gut. So, irgendwie so familiär. Man traut sich irgendwie auch Dinge. Ja, Erdbeeren pflücken wäre wirklich sehr viel schlimmer. Okay, also dieser nächste Song heißt It. Okay, seid ihr bereit? Mit den Schwänen und Ratten im eigenen Garten verrotten werden. Dichter und noch dichtere um meine Seelensocken. Ich hatte Geister in der Dusche, Blender mit Blender-Metschaum vor dem Mund. Platons Höhlenforscher, ich Projektion vor dem Hintergrund. Die Geister sind nicht meine Freunde, Kometen fallen in meinem Kopf. Evakuiert das Ich-Gebäude, ich bin so leer wie das O. Oh.
Dankeschön! Guckt ihr das jetzt auch da auf dem Bildschirm oder nur hier so live? Aha, hört man das? Hervorragend. Also wir haben Publikum hinter uns. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. Alles einmalig. Ja, was haben wir denn jetzt? Wo sind wir denn? Rio. Ah, jetzt kommt ein Song, dazu brauche ich eine, kann man mal Pause drücken, ne? Es fühlt sich so an, als könnte man mal Pause drücken. Ja. Wo? Ah, genau. Ich brauche nämlich jetzt hier so ein Capodaster und muss die Gitarre stimmen. Bei der Gelegenheit stelle ich mal, Tillmann haben wir schon, Lampe haben wir schon kennengelernt, den Fanfreundschaftspartner-Club. Aber meinen eigenen Verein habe ich noch nicht vorgestellt. Das mache ich auch normalerweise nicht, weil ich das so schäbig irgendwie finde. Nur wenn Bands so, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Aber heute, finde ich, kann man das mal machen. Frau Mauch am Kontrabass. Frau Mauch am Kontrabass! Ja, das haben sie jetzt nicht, verstehen die jetzt live wieder nicht. Und unser hier unser Orchester, Herr Eichhorn vom Kulturamt, wo die wahren Künstler sitzen. Mein Name ist David Julian Kirchner, ich bin CEO dieses Unternehmens. Und dieser Song ist für mich und heißt Rio. Kunst ist was für Versager. Zu sagen hab ich nichts. Freiheit, Freiheit ist für Säufer. Und ich vertrage nichts. Imagine all the people. Ich mein alle, alle bis auf mich. Lieder, Lieder den Rebellen. Ohne Gewehr für mich. Und die Nacht. Die Nacht ist für Poeten. Und ein Poet versuch ich grad zu sein. Poesie, Poesie der großen Gesten. Und ich, ich kann nur die Pose sein. Nein, ich kann für dich nicht Rio Reiser sein. Glück, Glück liegt in Erleuchtung. Doch ich kann nur im Dunkel sehen. Denn Licht, Licht ist für die Liebe. Und die lass ich jedes Mal im Regen stehen. Und Orden, Orden sind für Helden. Ich bin höchstens ordinär. Und du und ich, das wär für immer. Und ich will nicht für immer sein. Denn für immer und dich singt schon ein anderer. Und so gut wie der kann ich für dich nicht sein. Nein, ich kann für dich nicht Rio Reiser sein. Thank you.
ist was für Versager. Zu sagen hab ich nichts. Dankeschön. Ich glaube, jetzt klatscht keiner mehr. Man hört es wahrscheinlich nicht mehr. Es war sehr leise. Das war der Song Ich kann für dich nicht Rio Reiser sein oder in seiner Kurzform fürs Radio Rio. Genau, und ich glaube, achso, ich habe gar nicht gesagt, eigentlich spielen wir ja gerade in der Deichdiele in Hamburg. Wir sind in der Deichdiele in Hamburg sozusagen, wo wir heute oder jetzt irgendwann gespielt hätten, aber das aufgrund von meiner persönlichen Liebesbeziehung zu Corinna leider, die mich harterweise verlassen hat, leider nicht möglich ist. Weshalb wir jetzt in Mannheim geblieben sind und eben auf dem Dach des Apple Buildings unser erstes Konzert spielen. Zumindest in dieser Besetzung. Jetzt kommt ein Song, der heißt Glas. Und ist wie alle, bis auf Rio eben, der nicht, aber sonst alle anderen Songs, auf dem aktuellen Kirchenhoch-Tief-Album Evakuiert das Ich-Gebäude drauf zu hören. In einer natürlich anderen Version, als wir sie jetzt spielen werden. Nämlich in dieser Kinderorgel-Ostorgel-Version. Orgel ist so sympathisch kaputt. So wie du. So wie ich. Ich schlaf mit deinem Körper aus Glas. Ich schlaf mit deinem Körper aus Glas. Ich schleife Steine, dich zu brechen. Du brichst dich schneller als das Licht. Und ich schlaf in deinen Scherben. Vielen Dank. Das war der Song Glas vom Album Evakuiert, das Ich-Gebäude, das jeden Monat einen Song veröffentlicht und jede Woche
eine Ebene jedes Songs veröffentlicht. Heute zum Beispiel kam von einem Song, den wir noch spielen werden, das bewegte Plattencover heraus. Schaut mal auf Facebook und Instagram, sofern ihr da jetzt nicht sowieso irgendwie schon seid, nach und dann werdet ihr dieses Plattencover zum Beispiel sehen können. Nächste Woche kommt dann, wenn ich nicht völlig falsch liege, das entsprechende Musikvideo auch zu diesem Song heraus. Also jeden Monat kommt dann eben ein Musikvideo und das von Glas, das kommt jetzt irgendwann dann in den nächsten Monaten. So, jetzt kommt ein Song, der heißt, der ist auf der ersten Kirchenmotiv EP drauf. Die hieß, oder ja, heißt eigentlich auch immer noch, Falsches Ding, richtiger Ort. Und dazu gab es eine Art performative Ausstellung. Dazu gibt es auch einen Trailer bei YouTube, denn, wenn man sich das nochmal anschauen will, wie das ungefähr war. Und genau, dieser Song heißt Arebur. Falls der Tim noch zuschaut, dann widme ich ihn dir. Und ich widme ihn auch unserem alten Widersacher, Xavier Naidoo. Xavier, falls du zuschaust. Das hat ein Nachspiel. Weil wir wissen, wo du wohnst. Ich stehe auf Wachstum und ich stehe auf digital, ich stehe auf das Vergessen, ich bin Transmoral und ich stehe auf Extremismus der Mitte und Terror der Kompromisse und ich stehe auf Oberschicht, aber aufstehen kann ich nicht. Nein, ich steh nicht auf. Nein, ich steh nicht auf. Es ist so kalt da oben. Nein, ich steh nicht auf. Ich steh auf, ich besteh auf Stolz, besteh aus Stein und Holz und alle gehen drauf. Kopf abgesang, Machine Gun Klang, geht ins Auge, geht ins Ohr, Splitter, Bomben, Chor und ich geh hoch ins Irgendwo. Hab kein Gerippe, kein Gesicht und aufstehen kann ich nicht. Nein, ich steh nicht auf. Nein, ich steh nicht auf. Es ist so kalt da oben. Nein, ich steh nicht auf. Nein, ich steh nicht auf. Nein, ich steh nicht auf. Es ist so kalt. Kaputt macht. Oder bau auf. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nein, nur Gott sei mein Richter. Ja, aber weißt du, Gott ist tot. Ja,
Ja und? Die Toten sind nützlich. Sie düngen den Boden. Blut und Boden. Denn nur Blut kann die Räder der Geschichte in Bewegung setzen. Und Geschichte schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen. Und wir schaffen das. Deutschland schafft sich ab, 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 upside down. Ja, denn die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt, entsteht. Wollt ihr den totalen Krieg? Dankeschön. Da weiß man gar nicht, ob man klatschen soll. Vielleicht sollte ich lieber fragen, wollt ihr den totalen Tillmann? Denn der macht jetzt mit uns, nachdem wir eine wunderbare Nummer von Lampe gespielt haben gemeinsam, darf natürlich jetzt, wäre ich beleidigt, wenn wir nicht auch eine Nummer von Kirchenhochtief spielen würden und die ganz hervorragend zu diesem enorm sonnigen Tag passt, nämlich der Song, der eigentlich mal als Soundtrack zum Klimawandel konzipiert war und als entsprechender Sommerhit gedacht und in diesem Sommer aber dann noch nicht, die Kampagne hat noch nicht so gezogen gehabt, sagen wir mal so. Aber vielleicht ja dieses Mal, vielleicht in dieser Version, vielleicht in dieser Featuring-Lampe-Version könnte sie. Vielleicht. Ich war ja wirklich schwerstens beeindruckt von diesen enormen Klickzahlen auf deiner Dings. Ich habe heute das erste Mal wirklich mal drauf geachtet, der Junge ist ein Star, muss man sagen. Oder bist du das alles selbst? Machst du das täglich? Machst du das so nachts? Ich habe mal gehört, das machen die so Leute. Kann man sich kaufen, die Klicks. Das ist, Achso, da muss man eine Menge Erdbeeren pflücken, aber dann geht's. Jede Erdbeere ein Klick. Ja, sozusagen. 228.000 Erdbeeren gepflückt. Nein, es ist natürlich vollkommen egal, wie viele Klicks man hat. Das interessiert uns überhaupt nicht. Ja, ich habe da keinen Einfluss drauf, tatsächlich. Also mit den Klicks. Komm. Erdbeer-Klicks. dieser nächste Song, den er jetzt als vorletzten Song dieses Nachmittag, abends in der Sonne auf dem Dach mit Kirchenhochtief und Lampe heißt 28 Grad, ist auch auf dem Album Evakuiert das Ich-Gebäude von diesem Startup, diesem Imperium, dieser Band Kirchenhochtief drauf. 28 Grad. Featuring Tillmann, The Class. From Lampy. Oh yeah. Fernseherparat fliegen die Raketen über mir unbekannten Städten. Ein Anzug sagt, da kommt eine Krise auf uns zu, doch ich kann sie nicht spüren. Eigentlich ist alles gut. Und draußen spielen die Kinder Krieg. Und ihre großen Schwestern spielen Kinderkriegen. Und die Mutter an der Ecke schaut verliebt. Oh.
Weil ihr danach nicht jetzt schreien könnt. Aber offiziell ist das der letzte Song. Ich bedanke mich bei Tillmann Klaas von der wunderbaren Band Lampe. Check Lampe aus. Lampe ist die geilste Band der Welt. Ich liebe Lampe. Dankeschön. Ah, oh ja, genau, richtig. Nee, super. Es schwitzt gar nicht so. Ach so, fuck, es ist ja. So, komm. Danke hier. Auch an euch. Hier. Vielen Dank. Ach so, genau. Das Internet schreit übrigens mehr. Das Internet schreit. Nee, wir hören das nicht. Wir sind hier so dermaßen isoliert. Kann uns eigentlich irgendeiner hier verklagen? Sind wir eigentlich illegal, wenn wir sind zu viele, oder? Raus. Wie ist das eigentlich mit der GEMA? Scheiße, ja. Ich glaube, wir haben alles falsch gemacht. Anzeige ist raus. Wir hätten einfach alles anders machen müssen. Wir haben alles falsch gemacht. Ja, es ist passiert. Okay, dann wollen wir natürlich noch einen spielen. Einen wirklich letzten Song. Und das ist nicht umsonst der letzte Song, denn das ist der aktuelle Song, den wir gerade eben über dieses Internet, in dem ihr da zum großen Teil ja jetzt seid, veröffentlichen, und ihr könnt sofort weiter Kirchenhoch tief euch anschauen und jetzt vielleicht ganz besonders eben diesen Song Federkleid anhören und dieses wunderbare an den Beach Boys und ihrer sensationellen Platte Pet Sounds orientierten bewegten Plattencovers, wo ihr auch den Rest der Band sehen könnt, die jetzt nicht dabei sein können. Okay, dieser Song heißt Federkleid und handelt von selbstmordenden Tieren. Seite 12 in einem Buch über Tiere von 79, das ich irgendwann mal in deiner Tasche gefunden hab. Und ich wünschte mir irgendwie, eins von den Tieren da zu sein, die schauen so dümmlich, glücklich drein. Es muss schön sein, ein Tier in deinem Bilderbuch zu sein. Denn dann wär ich nicht ich und müsst nichts fühlen. Dann wär ich ganz einfach gar nicht da. Ich wär ganz einfach nicht mehr schlau. Wär mit den anderen Katzen grau, statt mit den anderen blauen voll. Auf jeden Fall würde ich wissen, wie ich dich vergessen soll. Würd einfach nicht mehr an dich denken, könnte glücklich untergehen, denn Fische kannst du nicht ertränken. Ich würd nicht an dich denken, nein. Ich würd bestimmt nicht an dich denken.
denn ich wär ja nicht ich und müsst nichts fühlen. Nein, ich wär ganz einfach gar nicht da. Ich häng im Schatten der Bäume, in hoffnungsvoller Fäule, ein goldener Fisch im apfelgrünen Gras. Der Papagei auf Seite 3 trägt ein buntes Federkleid, genau wie du. Und ein Känguru trägt ein kleineres Känguru in der Tasche, so wie du. Eine blaue Flasche mit Parfum und ein Buch über Tiere von 79. Die Vögel pfeifen weiter unser Lied, so unerbittlich misanthrop. Da wär ich lieber Ungeziefer, schlag mich doch endlich einer tot. Denn dann wär ich nicht mehr ich und müsst nichts fühlen. Ja, dann wär ich ganz einfach gar nicht da. Ich hänge friedlich an einer Eiche in hoffnungsloser Freude, beiß wie ein goldener Fisch ins apfelgrüne Gras. Vielen Dank, liebes, anonymes, kaltes, totes Internet mit diesen wunderbaren Menschen dahinter, die da ganz sicher sitzen. Und ich glaube, gehört, da stehen auch vielleicht irgendwer an irgendeiner Leinwand an euch auch. Vielen Dank, liebe Deichdiele nach Hamburg. Wir würden freuen uns, wenn wir, glaube ich, hoffentlich tatsächlich nochmal auch in Realität dann kommen. Ich weise nochmal darauf hin, am Sonntag, wem das jetzt gefallen hat, wir werden das nochmal in einer ähnlichen Form machen auf der Seite des Feierabend-Kollektivs in Stuttgart, wo wir auch schon zweimal gespielt haben mit den Leuten zusammen, auch eine ganz hervorragende Gruppe von Menschen. Und da werden wir ein bisschen anderes Setting haben und uns auch vielleicht noch irgendwas, ein paar andere Songs spielen. Aber auch natürlich in diesem Streaming-Unplugged-Ding. Okay, vielen Dank, einen schönen Abend wünschen wir euch allen. Ciao.